Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Night of the Rabbit. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen nehmen wir hier noch eine Folge auf. Im Hintergrund läuft meine Waschmaschine, die ist gerade im Schleudermodus. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, ob man sie überhaupt hören kann. Wenn ja, dann tut es mir leid, aber ist halt so. Was soll ich machen, ne? Ich habe nicht so viel Zeit und jetzt momentan bietet es sich gerade an, deswegen machen wir jetzt noch eine Folge. Ja, wir wollen ja hier zu dem Zwerg rein. Wir wollen ihm helfen, auch wenn er keine Hilfe will. Und hier wollen wir irgendwie noch einen Löwenzahn pflücken. Allerdings auch noch keine Ahnung wie. So, weil wir das mal vergessen, mache ich das jetzt mal. Ja, kann aber jetzt nichts Spannendes, Auffälliges sehen. So, was haben wir denn noch? Was können wir denn jetzt benutzen eigentlich? Vielleicht die Schnecke am Ast, damit das klebt? Die klebt so stark. Da passe ich besser auf, wo ich sie hinsetze. Okay, da nicht. Gut, die Schnecke nicht. So, Wurfhaken hatten wir schon versucht. Aber so alleine irgendwie funktionierte das nicht. Also da müssen wir noch irgendwas anderes machen. Keine Ahnung was. Ich habe jetzt auch keine Idee. Fenster, Tür. Also wir haben hier Fenster und die Tür noch. Fenster vielleicht irgendwie einschlagen oder so? Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Ist das dein Name? Verschwinde, du Einbrecher! Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden gehört. Das ist so cool. Okay, wie im Kino, da fällt mir was ein. Da bräuchten wir eigentlich was Spitzes und müssten so einen Kreis da machen. Weißt du, wie ich meine? Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Genau so meine ich das. Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Ah, ja, na klar. Ich weiß Bescheid. So, das ist auf jeden Fall Kino-like, ne? Profi-Arbeit. Sehr gut. Tschüss, schillernde Schnecke. Ich glaube, ich lasse sie jetzt besser ihrer Wege ziehen. Okay, wir brauchen sie nicht mehr. Und da ist der kranke Zwerg. Wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Ich. Sie? Da, schon wieder. Pah. Siehst du die Klappe? Gleich komme ich rüber und sperre dich hier ein von unserem Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Pah. Wie, und jetzt pennt der weg oder was? Ernsthaft? Um Hilfe gerufen? Nee. Was war das? Hab mir ein Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Pah! Einmal zeig bitte nicht um Hilfe! Ja, okay, und jetzt schläft er einfach weiter und ab und zu erzählt er mal was, oder was, oder wie. Okay, wir schauen uns einfach um, ja? Was macht er jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was zur... Hä? Was war das? Mir kann keiner helfen. Ich habe gar nichts gemacht. Warum hat er das getan? Sache, so ich bin verwirrt. Blausaft-Zwergenmaschine. Okay. Oder Blausaft-Maschine der Zwerge eher so rum. Großes Schwungrad. Aha. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Können wir daran rumdrehen? Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Das steht sogar auf der kleinen Plakette an dem Rad.
Lass besser die Finger davon. Okay. Irgendwelche Kristalle, die sind uns aber wurscht. Das Hebel vor dem Schwungrad. Ah ja. Passiert nichts. Aber erstmal umstellen, ne? Einfach mal umstellen. Ich weiß nicht, können wir es wieder zurückstellen? Ja, besser ist. Nichts. Okay, da kommen wir her. Das ist das kaputte Fenster. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Sehr schön, ja, ja. Da Bilder, die sind aber Wurst. Wir haben ein nettes Blümchen. Das ist wieder ein Aufkleber? Ja. Sehr gut. Ein Aufkleber. Wieder so süß. Blaue Saftmaschine. Der Zwerg hatten wir schon. Hier ist ein... Das Ventil ist aber wurscht. Das ist alles das Gleiche. Mhm. Rostige, halb aufgehende Metalltür. Kriegen wir die dann ganz auf? Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. So, die Blume ist auch egal. Der Stuhl ist wurscht. Hier steht irgendwas, was wir auch nicht nehmen können. Okay, irgendwie eine Dachluke oder so. Oberstes Bett, da können wir was machen. Was können wir uns ansehen? Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Aha, überall steht hier irgendwas. Sehr saubere Spüle. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann oder? Dann Mama bei uns auch immer sauber. Von Schneewittchen. Also wenn unsere Oma kommt. Entschuldigung. Nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. So, hier können wir jetzt unseren Kaffee ausschütten, ne? Den brauchen wir ja nicht mehr. Da können wir vielleicht Rübensirup zapfen. Unteres Bett. Holzer, das Bett ist auch leer. So, okay, jetzt haben wir den Kaffee ausgeschüttet, das untere Bett haben wir uns angeguckt. Steinberg heißt der Zwerg so, wahrscheinlich. Mit dem können wir reden, aber wir lassen es mal kurz, wir gucken uns erstmal noch hier um. Da ist eine Pinnwand und Schlüssel, oha, oha. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Okay. Das nehme ich mit. Okay, nimm einfach mit den Torschlüssel, warum auch nicht. Ja, wir stehen einfach mal ein paar Sachen, ne? okay, ist die komische Luke zur Stollenklappe. Ja, also das zum sind Stollen. Ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Woher weiß er, dass das da viele Stollen sind? Hier ist nur eine Luke. Da steht zwar eine 47 drauf, aber... Das sind ganz schön viele Stollen. Heißt ja nichts, ne? Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Au, eine lose Diele. Können wir die aufhebeln? Haben wir was zum Hebeln? Ach so, er macht's einfach so. Ups, halt mal. Da ist etwas unter dem Brett. Eine Karte. Aha. Aber eine ganz seltsame. Okay. Ach, guck an, eine Quartettkarte haben wir wieder gefunden. Schön, schön. Und sonst noch? Nö, sonst nix. Okay, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Ob wir überhaupt irgendwas machen sollen. Wir haben Schlüssel. Kommen wir hier durch? Vor die Hütte, ja. Da kommen wir durch. Wir können auch wieder zurück hinter die Hütte. Und schauen mal, ob wir mit dem noch quatschen können. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Okay. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ist sie die Nein! Einzige? Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na, dann fragen wir sie doch. Pah! Mein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Okay, das muss dann Jerry wohl tun. Mit Anja reden über den Waldzwerg. Und oh, ich muss mal ganz kurz mal aufstehen. Ich habe jetzt blöderweise beim Laptop meine Maus spinnt da mal rum. Und ich glaube, das hört man, dass er immer versucht, die Maus zu erkennen und wieder nicht erkennt und so. Das piept immer so komisch. Ich muss das mal ganz kurz ausmachen. Sorry, Leute. Oh, da bin ich wieder. Ja, die Folge ist ziemlich geschnitten auf jeden Fall, weil mein kleines Baby auch ein paar Mal wach geworden ist jetzt hier, obwohl es eigentlich schläft. Ja, deswegen, die Folge wird ziemlich zusammengeschnitten sein.
Ja, so ist das, ne? Ich habe euch ja vorgewarnt. So, hier kommen wir hin und hier haben wir jetzt, können wir jetzt bestimmt den Schlüssel benutzen. So, jetzt kommen wir hier auf jeden Fall auch wieder raus. So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Oh, warum nicht? Auf jeden Fall nimmst du ihn nicht mit, ne? Verschrobenes Haus zwischen Bobbles. Achso, ja, das kennen wir ja schon. Hier ist noch ein Briefkasten. Ne, den können wir nicht benutzen. Ein Schild. Hatten wir das schon gelesen? Ich weiß es nicht. Onkel haften für Großeltern und Cousinen. Und andersherum. Okay. So, da können wir auf jeden Fall wieder rein. Wurzelfelder? Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das Aha. ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Ja. So, das Schild hatten wir auf jeden Fall. So, hier hinten waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da kommen wir auch nochmal hinter das Haus, ne? Ja. Schild, Schild, lauter Schilder. Steht auch hier irgendwas anderes? Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ja, das gilt auch für dich. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Okay, Wurzelfelder. Ansonsten können wir hier nichts weiter machen, ne? Nö, und ich sehe auch nichts mehr. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die, das ist... Okay, das ist genau das Gleiche. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen noch. Ich guck mal ganz kurz. Ach so, ja klar, noch mal hinter das Haus gehen. Oh, jetzt spinnt meine Katze auch noch rum. So, ich mache auf jeden Fall gleich Schluss hier. Es wird, glaube ich, sonst nichts mehr. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. So, jetzt haben wir noch Sirup gezapft und ansonsten mache ich jetzt hier auf jeden Fall dringend mal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich auf Kommentare und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. In dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.